Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Vor kurzem war ein Herr da, der uns über die kleinsten Felder informiert hat. Das sind so Wechselfelder im Bereich des Magnetismus, wo unglaubliche Einflüsse hat auf den Körper. Und heute ist er nochmals da, weil ich noch 1000 Fragen habe. Ganz herzlich willkommen, lieber Bernhard Klein. Danke, dass du da bist. Freut mich, dass ich hier sein darf. Du hast eigentlich diese Technologie, darf man so sagen, wiederentdeckt. Eigentlich ist es ein Abbild der Natur, die du perfektioniert hast durch diese Wechselfelder. Und die wirken auf den Körper ein und fördern die Durchblutung. Das heißt, das ganze Blut wird mit Sauerstoffreicher angereichert und die Energie wird bis in die Fingerspitzen und die kleinen Zehen wieder versorgt. Kann man das ungefähr so ausdrücken? Ja, ich würde es mal anders formulieren. Ich sorge dafür, dass der Sauerstoff in der Lunge wieder zu 100% abgeholt werden kann. Das heißt, wenn ich in der Lunge in die ganzen Haargefäße hinein möchte, um mit den roten Blutkörperchen den Sauerstoff abzuholen, dazu müssen die roten Blutkörperchen einzeln sein. Und wenn die zusammengelagert sind, wie durch Stress, durch falsche Ernährung, durch Umweltbelastungen, durch Elektrosmog, was auch immer. Das sind diese berühmten Geldrollenbildungen, ja, genau, wo wir heute sehr häufig sehen. Und diese Zusammenlagerung, die löse ich auf und sorge dafür, dass der Sauerstoff zu 100% geholt werden kann. Dann kann er natürlich auch in die Haargefäße nachher auch rein. Das heißt, und die Zelle macht den Rest eigentlich selber. Ich sorge nur dafür, dass alles wieder hinkommt und alles, was die Zelle produziert, an Stoffwechselendprodukten oder Zellgiften genannt, abholt. Wenn ein Mensch elektromagnetischen Strahlen vom Elektrosmog ausgesetzt ist, was ja sehr häufig die Ursache ist zu diesen Geldrollenbildungen, und gleichzeitig sitzt er auf einem Stuhl mit diesem Wechselfeldermagnetismus, gleicht er dann diese Geldrollenbildungen dann aus? Ja, in dem Moment, sind die stärker? In dem Moment, wo er drauf sitzt, ist ein physikalischer Vorgang. Das Blut muss ständig, wenn es über diese Felder fließt, durch wechselnde Pole durch. Durch Nordpol, Südpol, Nordpol, egal in welcher Richtung, weil wir haben verschiedene Polausrichtungen, verschiedene Flächen, Stärken und so. Das heißt, durch die ständig wechselnden Pole in alle Richtungen, mit wechselnden Feldstärken, wechselnden Flächen und Richtungen, erreichen wir, dass das Blut fließfähiger wird, in die einen Haargefäße hinein kann und in den Haargefäßen die Zelle wieder optimal versorgt. Und dann kann die Zelle ihre Selbstheilung viel besser bewerkstelligen. Völlig logisch, ja. Ich möchte gerne auf eine Studie eingehen, die du gemacht hast, und zwar mit der Frau Professor König, Brigitte König. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zeige ich jetzt gerne ein Bild von der Frau Brigitte König und lese es noch schnell vor. Frau König ist Professorin an der Universitätsklinikum in Leipzig im Institut für medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Aber mit ihr müsste man auch mal noch über Corona reden. Hä? Und gehört als externe Professorin dem Lehrstuhl der medizinischen Fakultät an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg an. Und dann leitet sie noch das Speziallabor in Magdeburg, wo es im Bereich mutierte DNA geht. So, und diese Frau Professor König, wo meiner Erachtens weltweit anerkannt ist in der Bereich neben mitochondriale Energieproduktionen, die hat eine Studie gemacht über diese kleinsten Felder. Ja, so, und jetzt erzähl mal. Naja, die Ergebnisse waren mehr als sensationell. Sie hat also im Labor erstmal festgestellt, dass sie im Reagenzglas Blut reingetan hat. Und die Blutzellen haben reagiert innerhalb von 24 Stunden mit bis zu 300% mehr Energieproduktion, 20% mehr Enzymaktivität. Und das hat sie so neugierig gemacht, dass sie wissen wollte, wie sich das denn auf Erkrankungen auswirkt. Ja. Also hat sie Patienten zusammengestellt mit verschiedenen Erkrankungen, aber querbeet durch, vom Bluthochdruck über Wundheilungsstörungen, von Nervenschäden bis hin zu Schlafstörungen, von Krampfadern, also einmal querbeet. Und in allen Bereichen gab es positive Ergebnisse. Also die waren so sensationell. Für mich war es klar. Allerdings waren die Werte noch besser, als ich erwartet habe. Also die Basis ist gelegt, dass sich das jetzt endlich einmal wirklich weltweit verbreiten darf. Aber schauen wir uns das an. Ich habe hier die erste Studie und möchte gerne dich bitten, das zu kommentieren, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Was sehen wir hier? Also hier hat Frau Professor König eine Laboruntersuchung gemacht im Reagenzglas. Und hier sehen wir durchschnittlich 20% mehr Enzymaktivitäten, mitochondriale Enzymaktivitäten. Was heißt Enzym, mitochondriale Enzymaktivitäten? Naja, Enzyme sind für alle Stoffwechselvorgänge unerlässlich. Das heißt, die werden hier vermehrt produziert. Okay. 20% mehr Enzyme werden produziert in der Zelle? In den Mitochondrien. In den Mitochondrien. In den Kraftwerken der Zelle. Das sind die Kraftwerke der Zelle, die die Energie der Zelle überhaupt zur Verfügung stellt, damit die Zelle überhaupt was machen kann.
Sie kann also nicht gucken, nicht hören, nicht verdauen, egal welche Aufgabe sie hat. Mhm. Sie braucht Energiemoleküle, Adenosintriphosphat, also ATP. Ja. Und je mehr sie davon produziert, desto leistungsfähiger. Und also reden wir von gleichen Enzymaktivitäten, heißt ATP? Nein, das kommt auf den nächsten Schaubild. Gut. Dort hat sie gewissen, dass sie hat dann also praktisch in das Reagenzglas Schadstoffe reingetan und hat festgestellt, war einfach ausgedrückt, je 2%, 4%, 10%, je mehr sie reingetan hat, die Zellen, wo die Felder nicht drunter waren, waren sofort kaputt. Und die Zellen, wo die kleinen Felder drunter lagen, haben mehr Energiemoleküle produziert und haben sie länger zur Wehr gesetzt. Sie hat gesagt, die Zellen werden leistungsfähiger gegenüber Stressoren, also gegen Umweltbelastungen. Sie halten länger durch. Aber 300%? Ja. Ich habe noch nie so eine hohe Zahl gehört, einfach nur durchs Nichtstun, nur drauf auf einem Feld liegen und dann die körpereigene ATP-Produktion so steigern, das ist ja unglaublich. Ich meine, wir wissen ja alle, dass jegliche Krankheit, jede Entzündung und jeder Schmerz kommt eigentlich aus einem Energiemangel. So, der Körper hat zu wenig Energie, um sich selber gesund zu machen. Man sagt dem auch häufig, aus einem übersäuerten Milieu, wo ein Elektronenmangel besteht, kommt Krankheit. Jetzt steigere ich die ATP-Produktion um 300%. Und das noch während dem Schlafen. Das war jetzt in vitro. In vivo, gucken wir es mal an, wenn wir auf in vivo gehen. Gut. Das heißt, alle Patienten hatten dann 84 Tage auf den Feldern geschlafen. Man hat vorher Blut abgenommen, hat später wieder Blut abgenommen und konnte feststellen, dass die Energieproduktion von ATP von vorher 70,23% auf 99,58% gegangen ist. Also nahezu 100% bei allen. Haben 30% gefehlt, wurde aufgefüllt, haben 50% gefehlt, wurde aufgefüllt, haben 10% wurde aufgefüllt. Also wir haben nahezu 100% bei allen Patienten erreicht. Das ist eine Sensation für sich. Wenn wir durch auf der anderen Seite schauen, da sehen wir die Mitochondrien, das heißt die Kraftwerke. Das heißt, alle Patienten haben in diesen 84 Tagen mehr Kraftwerke in den Zellen aufgebaut, als sie vorher hatten. Neue Kraftwerke? Ja, neue Mitochondrien, Neusynthese von den Mitochondrien im Durchschnitt verachtfacht. Also wir sehen hier von 3,7 bis 13,74, also im Durchschnitt achtfach mehr Mitochondrienbildung in den Zellen. Das ist ja das große Wunder eigentlich noch dazu. Ich meine, habe ich neue Kraftwerke, die gesund sind und ATP produzieren? Und das alles nur durch diese Wechselfelder? Ja, nicht durch die Wechselfelder, durch den Sauerstoff und die Nährstoffe, die wieder 100% ankommen. Ja, klar. Eigentlich nur durch gute Ernährung der Zelle, durch gute Abholung der Stoffwechselendprodukte, durch gute, wie nenne ich das, Belastungen, die Stress verursachen, Umweltbelastung, welcher Art auch immer, kann die Zelle sich besser zur Wehr setzen. Sie ist leistungsfähiger, kann also auch deswegen Heilungsprozesse viel besser bewältigen. Ja, logisch, klar. Was hat sie noch gesagt, Frau König, wo sie diese Ergebnisse dann gesehen hat? Naja, sie hat ein Interview abgegeben, was man auf YouTube finden kann. Mhm. Auch unter Kleinschen Felder? Da steht unter YouTube unter Kleinschen Felder Heilung im Schlaf. Was bewirken die Kleinschen Felder im Organismus und welche Auswirkungen haben sie auf die Gesundheit? Also wir haben festgestellt, dass die Kleinschen Magnetfelder die Mitochondrien ansprechen. Mitochondrien sind sozusagen unsere Kraftwerke, unsere Zellen und ohne diese funktioniert nichts. Die Kleinschen Magnetfelder beeinflussen diese positiv. Und somit kann man sich vorstellen, dass sie eine Vielzahl von Erkrankungen günstig beeinflussen bzw. sogar verhindern, weil die Mitochondrien sind eben verantwortlich für viele Erkrankungen. Auf welche Krankheitsbilder haben die Kleinschen Felder einen positiven Einfluss? Man weiß inzwischen auch in der Schulmedizin bzw. aus hochrangigen wissenschaftlichen Publikationen, dass die Mitochondrien verantwortlich sind, wenn diese nicht funktionieren, für eine Vielzahl von Erkrankungen. Dazu zählt auch Alzheimer, zählt Parkinson, es zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose, Durchblutungsstörungen, Diabetes mellitus, Migräne und weitere Erkrankungen, auch unserer Zivilisationsgesellschaft. Und da die kleinen Felder positiv auf die Mitochondrien wirken, haben sie auch einen positiven Einfluss auf all diese Erkrankungen. Helfen die kleinen Felder gegen Schmerzen? Die Schmerzen können sicherlich sehr viele unterschiedliche Ursachen haben. Erfolg haben wir bzw. Erfahrung bei einer Polyneuropathie, zum Beispiel nach Chemotherapie. Und da helfen sie wirklich, dass diese Polyneuropathie wirklich gänzlich verschwindet oder auf ein Minimum reduziert wird. Das liegt sicherlich auch einmal durch die durchblutungsfördernde Wirkung dieser kleinen Magnetfelder.
heftig. Hat sich das eigentlich, diese Studie von der Frau Professor König, in den Medizinkreisen schon verbreitet? Ist das irgendwo veröffentlicht worden in einem Journal? Das ist ja unglaublich, diese Ergebnisse. Sie finden jetzt schon Zusammenfassungen davon im Internet. Ja, wenn Sie Kleinsche Felder eingeben als Suchbegriff, werden Sie Zusammenfassungen davon finden. Kann man aber auch gerne anfordern. Also ich bin mir vorsichtig mit Aussagen. Bei uns in Deutschland ist es so, dass ich das dann lieber die Professoren und die Ärzte und die Kliniken machen lasse, von mir eigentlich so gut wie gar nichts kommt. Ja, verstehe ich. Ja, in Deutschland ist es sehr hart mit solchen Aussagen, speziell wenn wir von Magnetfeldern reden, ja, wo eigentlich gar keine Wirkung haben sollten, aber du hast es bewiesen. Das ist für die meisten Esoterik oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Alles, was ich nicht sehen, riechen, schmecken und anfassen kann, ist für manche halt nicht da. Jetzt geht es ja noch weiter. Die hat ja noch eine Studie gemacht da über die mutierten Mitochondrien. Ja, das hat sie in dieser Pilotstudie gleich mit untersucht. Dann haben wir hier eine Tabelle. Was sehen wir hier? Die Patienten, die vorher also mutierte DNA oder auch defekte DNA in einer Zelle, die sorgen dafür, dass jede Menge Erkrankungen entstehen. Unter anderem auch Alzheimer und andere Erkrankungen. Und hier können wir feststellen, dass dieselbe Zelle, unabhängig von Zellteilung, hat sie herausgefunden, baut die defekten oder die mutierten DNA zurück und bildet gesunde neue. Das ist die eigentliche Sensation. Und die Patienten, die vorher keine hatten, hatten hinterher auch keine. Und die Patienten, die welche hatten, hatten einen drastischen Rückgang. Das bedeutet, hier kann man sehen, da wo vorher nichts war, das Graue war die mutierten DNA, das Grüne ist nach 84 Tagen später. Ganz rechts können wir sehen, bei BK, bei der Patientin, da waren gar keine mehr vorhanden. Bei dem Patienten RB hier in der Mitte zu sehen, hatte am meisten von allen Patienten und hat noch behauptet, bei ihm sei nichts passiert, weil er das nicht spürt. Das tut ja nicht weh. Aber schon drastisch. Wenn ich das jetzt so lese und so sehe, heißt doch das nichts anderes, als ein schwerkranker Patient, sagen wir mal, er hat Krebs, wo mutierte Zellen schon da sind, jetzt eigentlich in dieser Studie theoretisch, so wie da steht, eigentlich deutliche Besserung bekommen hätte. Also für mich heißt das erstmal, dass er vielleicht gar keinen Krebs erst bekommt. Weil wenn die mutierten DNA sich vorher schon zurückbilden, bevor es zu weit kommt, wäre es natürlich sinnvoller, als ihn versuchen zu behandeln. Perfekt, genau. Aber die Frage ging tatsächlich in die Behandlung rein. Denn die Menschen, die jetzt schon betroffen sind, könnten eigentlich durch die kleinsten Felder eine Unterstützung kriegen, um eigentlich ähnliche Ergebnisse haben wie hier in dieser Studie mit mutierten Mitochondrien. Das müssten wir erst durch eine evidenzbasierte Studie wirklich nachweisen, um so eine Aussage machen zu können. Aber ja, die Vermutung liegt natürlich nahe. Die Vermutung liegt nahe, wir dürfen das aber so nicht sagen, das verstehe ich auch. Aber diese Studie von der Frau Professor König zeigt doch das, oder? Was ich jetzt da versuche zusammenzufassen. Nach meiner persönlichen Meinung, die darf ich ja sagen, ja. Schon schön. Und das nur mit Magnetfeldern. Das ist nur. Es ist kein normales Magnet. Ein normaler Magnet vom Kühlschrank, wenn Sie den nehmen, wird nichts passieren, außer dass er eine Druckstelle macht. Wenn man natürlich die Felder so anordnet, dass sie ein Signal erzeugen, wenn elektrisch leitfähige Flüssigkeiten drüber gehen. Es kommt also wirklich darauf an, sind die Polabstände zu weit auseinander zwischen Plus und Minus, also Nord und Süd, dann bricht das Feld zusammen und es wird nicht funktionieren. Sind die Polabstände zu eng, wird es nicht tief genug in den Körper dringen, um das auch zu erreichen. Das heißt, Sie brauchen ein ganz spezielles Signal, um das zu schaffen. Also Sie müssen wirklich die Polabstände einhalten, und zwar nicht einheitlich, sondern die müssen verschiedene Abstände haben, verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Flächen, verschiedene Stärken. Also es ist sehr komplex. Das ist in Jahrzehnten entstanden durch Try and Error. Also ich habe immer probiert, um festzustellen, jetzt geht's nicht. Oh, ja, guck mal, jetzt funktioniert's. Ich habe mich nach dem praktischen Ergebnis orientiert, nicht nach theoretischen Kenntnissen, weil Theorie und Praxis weichen oft auseinander. Ich bin mehr ein Praktiker. Und wenn ich sehe, dass eine Wunde zugeht und die geht immer wieder zu, dann weiß ich, das scheint zu funktionieren. Oder ein Bluterguss innerhalb von einem Tag verschwindet, der sonst Wochen braucht, dann weiß ich, es funktioniert. Und wenn ich das wiederhole, es funktioniert immer wieder, dann weiß ich, die Tasse Kaffee fällt auf den Fußboden und fliegt nicht zur Decke. Auch wenn ich noch keine evidenzbasierte Studie mit Kaffeetassen, die zur Decke fliegen, jemals gesehen habe, kann ich die Behauptung aufstellen, sie ist noch nie zur Decke geflogen. Unabhängig der Evidenz. Aha, okay. Also blaue Flecken gehen schneller weg, Wundheilungen sind schneller da. Also nach meinen Ergebnissen, was ich beobachtet habe. Ja. So ist es. Ja, du hast durch die Förderung der Durchblutung natürlich ganz viele Effekte schon gesehen. Was sind da so für Effekte, die dir mitgeteilt wurden von Anwendern? Also ich habe ganzen Ordner inzwischen mit Dankschreiben.
die durch alle Erkrankungen durchgehen. Das bei rheumatischen Entzündungen sind, die werden durch die bessere Fließfähigkeit besser abgebaut. Die brauchen weniger Medikamente dadurch, merken das auch relativ schnell. Mhm. Es geht eigentlich in sämtliche Erkrankungsbereiche. Es gibt keine einzige Zelle, die von der Knochenzelle über die Hautzelle bis zur Darmzelle bis zur Sehnervenzelle, die nicht über Ver- und Entsorgung ihre Leistung erbringen muss. Wenn ich die bei allen Zellen verbessere, indem ich das Blut leistungsfähig mache, dafür gibt es kein einziges Medikament, auch kein Nahrungsergänzungsmittel. Im Gegenteil, die versagen, wenn es nicht ankommt. Sorge ich eigentlich dafür, dass die Therapie vom Arzt endlich funktioniert, wenn sie vorher nicht funktioniert hat, dass der Körper in die Lage versetzt wird. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, Sauerstoffversorgung ist da und eben diese Felder, wo immer unterschiedlich stark und in unterschiedlichen Richtungen eigentlich den Sauerstoff und das Blut eigentlich hier das und wird ein schon Signal erzeugt und das Signal sorgt dafür, dass das Gehirn reagiert, was wir jetzt auch mit dem 128-Kanal EEG messen konnten. Die Bereiche Motorik werden angesprochen, die Bereiche Konzentration wird angesprochen, was sich natürlich dann auch auf andere Bereiche wieder auswirkt. Da ist ja wieder eine Studie, die du gemacht hast, über die Konzentrationssteigerungen. Ist kurz vorm Abschluss, ja. Ja, und die Ergebnisse im Vorfeld sind einfach phänomenal. Mhm. Freude, einfach nur Freude, weil die Ergebnisse sind so gut, dass Motorradsitzhersteller schon die ersten Folien in Motorradsitze einbauen, um Fahrfehler zu reduzieren und Konzentration zu steigern und gleichzeitig Bremswege zu verkürzen, weil er schneller reagiert. Mhm. Also es wird im Beruf, in der Schule, im Alltag, im Sport, überall, wo es auf Konzentration und Reaktion ankommt, wird das noch richtig zur Sprache kommen. Also das kommt jetzt auf uns zu. Ja. Ich möchte nochmals zurück zu dieser Studie von der Frau Professor König. Ich frage mich, das hat eine Universität gemacht, das hat die renommierteste Dame gemacht, die man sich auch vorstellen kann in der mitochondrialen Forschung. Inwiefern hat denn eine Universität jetzt mit dieser solchen Studie Einfluss, dass sich eigentlich die Welt morgen ein bisschen ändert? Ich glaube nicht so viel. Tatsächlich? Weil wer liest sich schon Studien von der Universität durch, solange das nicht offiziell beworben wird oder bekannt gemacht wird. Und solange man heute, sage ich mal, feststellt, dass eine Zistuspflanze ein Virus ummantelt, was die Virologie Münster, glaube ich, war das, nachgewiesen hat beim Wohlgrippevirus. Und solange das nicht öffentlich gemacht wird, weiß kein Mensch, dass die Zistuspflanze das überhaupt kann. Weil man darf entweder, sage ich mal, die Pflanze verkaufen, dann darf man aber nicht erklären, was sie kann. Oder man darf erklären, was sie kann, aber dann darf man sie nicht mehr verkaufen. Mhm. Das ist deutsches Gesetz. Mhm. Sonst ist es ein Medikament. Genau. Wenn es eine Wirkung hat, ist es ein Medikament. Wenn es keine Wirkung hat, nützt nichts. Ja, ich darf auch Dankschreiben veröffentlichen, wenn den Anschein erweckt, dass es nicht wirkt. Aber ich darf keine Schreiben veröffentlichen, die den Anschein erwecken, dass es wirkt. Jetzt hast du aber trotzdem diese unglaubliche Studie machen lassen von dieser Dame. Das heißt, alle unsere Ärzte, die haben eigentlich fast keine Chance, an diese Studie zu kommen, an diese Ergebnisse zu kommen, zu erfahren, wow, da kann ich ja was tun. Können wir eine E-Mail schicken, dann schicke ich Ihnen die aus komplett. Schon, aber dann müssen Sie jetzt unsere Sendung sehen und eigentlich das Interview mit dir, um davon zu erfahren. Aber sonst hätten Sie keine Chance, davon zu erfahren. Im Moment nicht. Also es muss immer irgendwo ein großer Geldgeber sein, der sagt, ich bringe jetzt das breit raus und finanziere Kongresse und bringe das zum Thema über ein paar Jahre hinweg. Und dann haben wir es auch alle. Ja. Und das ist natürlich nur in wenigen Kreisen möglich, diese finanzielle Möglichkeiten an Werbepotenzial auszuschöpfen. Das macht ja ganz klar die Pharmazie natürlich auch mit ihren Medikamenten, die sie haben. Hier wird groß erklärt, warum und wieso, verstehe ich auch. Aber hier muss ja eigentlich, wer soll das bewerben? Ja, wenn nicht du. Das möchte ich jedem anderen überlassen. Ich mache lieber die Studien, dann lasse die Ergebnisse und dann dürfen die Firmen, die von mir aus einen Skischuh bauen, dafür werben, dass sie mit diesem Skischuh nicht nur wärmere Füße haben durch die gute Durchblutung, sondern auch noch Reaktion und Konzentration verbessert wurde. Mhm. Wenn die dann im Nachhinein feststellen, dass sie auch noch schmerzfreier gehen, weil auch darüber gibt es ja schon eine Doppelblindstudie von 2003, dass man bei diabetischer Neuropathie deutlich schmerzfreier gehen kann mit wechselpolaren Feldern in den Schuhen. Mhm. Also das ist doppelblind, randomisiert, placebo-kontrolliert, Goldstandard. Mhm. Trotzdem wissen das die meisten Orthopädie-Händler noch nicht. Das heißt, zurzeit sind meine Einlegesohlen, die ich gerade entwickle, die Rohmaterialien liefern wir an Hersteller, die auch den Handel inzwischen schon beliefern. Bis also der letzte Orthopädie-Schuhmacher davon erfährt, dass die drin sind und was die da können und tun, das wird noch lange dauern, obwohl sie schon im Handel drin sind. Auch die können ja nicht werben.
Auch nicht jetzt mit dieser Studie? Nein. Das ist schon verrückt, hä? Ja. Man darf nicht sagen, weiß aber vieles und man hat Wirkungen, die jedem gut tun würden und dürfen es nicht sagen. Alleine wir haben, wie viele Fußerkrankungen haben wir denn? Vom Fersensporn, also alle Polyneuropathien in den Füßen. Wenn wir über sämtliche Erkrankungen, müssten wir eine eigene evidenzbasierte Studie machen, um dann sagen zu können, dass das auch dafür möglich ist. Und jede kostet Millionen, oder? Ja, ich würde immer nur sagen, wenn Fußerkrankungen da sind, der günstigste Weg ist immer, auf die eigene Selbstheilung zu setzen und dafür zu sorgen, dass die Fußzellen alles bekommen, was sie für diese Heilung brauchen. Mhm. Das ist der erste Weg, da frei von schädlichen Nebenwirkungen ist. Die Krankenkasse wird es nicht finanzieren, wurde immer wieder gefragt. Mhm. Ich habe das schon politisch probiert, bin abgeblitzt mit Sätzen, die ich hier lieber nicht aussprechen möchte. Das heißt, ja, hier wird jeder Patient auf sich selbst angewiesen sein. Das Problem sind die Kosten. Weil alleine ein Orthopädie-Schuhmacher, der die alle per Hand setzen muss, da werden also hunderte von Polwechseln per Hand gebaut, ist ein enormer Kostenaufwand, sodass praktisch fast 150 Euro pro Fuß weg sind an Kosten. Also für beide Füße fast 300. Ja, aber bitte, ich meine, ich kenne Leute, die haben ein Vermögen ausgegeben und stehen immer noch am Anfang ihrer Gesundheitsfindung. Naja gut, ich habe früher gesagt, was nützen dir teure Schuhe, wenn du nicht laufen kannst. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Manche Menschen gucken dann doch mehr auf das Geld und laufen dann jeden Tag mit Schmerzen. Hm. Also es gibt hier Möglichkeiten, es ist ein Versuch immer wert, aber da es keine schädlichen Nebenwirkungen gibt. Gibt es irgendwo eine Plattform, wo ich diese ganzen Studien noch durchlesen kann oder mithelfen kann, dass sich das weiter verbreitet? Also ich habe medizinwissen-online.de ins Leben gerufen, wo man wöchentlich sich informieren kann, als Live-Vortrag, wo ich auch Fragen beantworte, wo ich auch die neuesten Ergebnisse dann immer vorstelle, wenn wir gerade die Studie abgeschlossen haben, die sich jetzt in einer Universität kurz vorm Abschluss steht. Mhm. Wurde leider durch Corona ein bisschen in die Länge gezogen, aber geht auch demnächst zu Ende. Mhm. Also da kann ich auch persönlich mein eigenes Bild kurz schildern und sagen, ich habe das und jenes Problem. Ja. Können die kleinsten Felder mir helfen? Dann kannst du deine Erfahrungsberichte in diesem Webinar bekannt geben. Die Fragen werden live beantwortet unter medizinwissen-online.de. Mhm. Und da stehen auch jede Woche neue Daten drin, wann der nächste Live-Vortrag stattfindet, wo Sie auch mir persönlich dann auch Fragen stellen können und auch sofort beantwortet bekommen. Gibt es eine Möglichkeit, auch irgendwie diese Studie noch zu lesen von der Frau Professor König mit diesen beeindruckenden Ergebnissen, die wir heute zeigen durften? Ja, es gibt im Internet, wenn Sie kleinsche Felder in Suchmaschinen eingeben, dann gibt es einige Portale, die es veröffentlicht haben. Ich glaube auch ein Journalistenportal, und da war das bundesjournal.de, hat Studien zum Download zur Verfügung gestellt, die man sich runterladen kann dort. Mhm. Also man findet eigentlich alles, wenn man über die Suchmaschine geht und die kleinen Felder eingibt und Studien eingibt dazu oder vielleicht noch den Vermerk Frau Professor König eingibt, dann kommt man zu diesen Ergebnissen. Ich habe eine eigene Homepage eingerichtet auf kleinschefelder.de. Ja. Aber da haben wir halt nicht ganz so viele Informationen drauf. Weil es deutsches Recht ist, ist so. Natürlich muss man sich zurückhalten, oder? Ich sage, wir dürfen entweder eine Seite machen, nur mit Informationen, aber dann dürfen wir keine einzige Folie oder was abbilden. Mhm. Oder wir dürfen die Folien abbilden, aber nicht mehr sagen, was sie können. Mhm. Ja, ich kenne das auch. Das ist in der Schweiz auch so. Super. Also, lieber Bernhard, ich finde das unglaublich toll, was du da geleistet hast, und ich möchte dir einfach ganz herzlich Danke sagen und gratulieren auch. Und ich denke, das ist ein Segen für uns alle, für alle unsere Menschheit, wenn wir hier Präventivmaßnahmen ergreifen können über diese kleinen Felder. Einfach diese Wechselwirkungen und dass unser ganzer Körper wieder bis in die kleinsten Äderchen hinaus durchblutet wird und eben auch mit Sauerstoff versorgt wird. Übrigens, kalte Füße in dem Bett gibt es nicht mehr, oder? Also wenn die Durchblutung, das Blut hat 36, 37 Grad. Und wenn das in die Hautoberfläche reingeht, ins Bindegewebe, ist der Fuß warm. Der ist nur kalt, wenn das nicht ins Bindegewebe reingeht. Ich staune immer wieder, wenn Ärzte jemandem erzählen, sie hätten eine gute Durchblutung, dabei haben die eiskalte Füße. Wenn sie eine gute Durchblutung hätten, die Haargefäße kann der Arzt aber nicht so sehen, weil die sind zehntausendstel Millimeter dünn. Ja. Also sie sind dünner als ein Haar. Ja. So, und wenn da nicht genug Blut reingeht, dann ist der Fuß kalt. Mhm. Klar wird dann natürlich durch die höhere Durchblutung Wärme erzeugt, ist normal. Mhm. Ja. Das ist ein großes Problem von vielen Menschen mit kalten Füßen, kalten Händen und so weiter. Dann würde ich die Sohlen aber auch nachts in die Socke reintun und mit der Socke an den Fuß anziehen, weil im Schuhschrank können Sie die Durchblutung nicht verbessern. Und gerade die Zellregeneration ist nachts am höchsten. Und auf der Liege alleine wird es nicht reichen. Doch. Da ist der Ferse zwar dann oft,
Wird auch reichen. Ja. Ich würde es aber kombinieren. Aber mein Vater, der hat Polyneuropathie, der sagte, es ist wie Brennnesseln beim Laufen. Und bei ihm hat es 4 Monate gedauert, bis er ohne Brennnesseln wieder gehen konnte. Hat aber nachts die Sohlen auch in Strumpf beim Schlafen an den Fuß mit dran getan. Unglaublich, was ich da wieder lernen durfte. Und ich meine, sowieso ein Segen, da kommt ein Journalist aus Deutschland, ein sehr bekannter Journalist, von der ehemaligen Chefredakteur der Bild war, glaube ich, auf mich zu und sagt, ich muss mich mit diesen Feldern beschäftigen. Und jetzt sitzt du da und erzählst solche Geschichten mit solchen Studien und kaum jemand weiß das. Und ich danke dir ganz herzlich, dass ich als Kurs 24 uns den Zuschauerinnen und Zuschauern solche wertvollen Informationen schenken darf. Nochmals, alles Gute, ich auch für die Zukunft. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, kleinsche Felder scheinen hier eine ganz andere medizinische Ausrichtung zu geben, sicherlich in der Prävention. Unser Körper wird besser durchblutet, wir kriegen die Nährstoffe, den Sauerstoff überall rein, wo er hingehört, kalte Füße fallen weg. Für mich eine total überzeugende Technologie, wo ich nur dankbar bin, dass ich Ihnen das präsentieren durfte. So, in diesem Sinne, danke ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Weiterverbreiten von dieser Sendung. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.